Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und bevor wir zum heutigen Zoo kommen, muss ich nochmal eine kleine Sache anmerken, weil normalerweise wäre jetzt jemand anderes mit Zoo bewerten dran gewesen, aber der hat mir nicht sein Safe Game in der E-Mail mitgeschickt, sondern hat das Ganze bei Steam im Workshop hochgeladen und mir den Link zu dieser Workshop-Datei geschickt. Ich habe auch versucht, das Ganze zu abonnieren und in meinem Zoo dann oder im Sandbox-Modus dann zu platzieren. Allerdings kriege ich da, oder ich finde die Datei gar nicht und kann somit dein Zoo leider nicht besichtigen. Ich bitte dich auf jeden Fall nochmal, mir das Ganze am besten als Safe Game zu schicken, dann kann ich dein Zoo auch ganz normal besichtigen. Und für alle, die zukünftig noch ein Zoo einschicken wollen, erstmal unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Und mach das bitte mit dem Safe Game, so wie ich es auch unten in die Videobeschreibung geschrieben habe und nicht über den Workshop, weil das macht im Endeffekt nur Probleme. Und jetzt kommen wir zum heutigen Zoo. Der kommt nämlich vom guten Colin oder Colin mit einem L. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, aber du bist mir sicherlich nicht böse. Und du hast auch eine kleine Nachricht dazu geschrieben, nämlich schreibst du: Hallo Dandy, hier ist mein Zoo. Ich habe versucht, ihn in Themenbereiche aufzuteilen und habe überall versucht, Arbeit hineinzustecken. Der Zoo ist leider noch nicht ganz fertig. Ich muss noch an vielen Stellen Felsen setzen und teilweise dekorieren. Außerdem sind noch Dinge geplant, wie zum Beispiel ein Affenhaus mit allen Affenarten, ein großer Berg in der Mitte mit Schneeleoparden, welcher auch schon angedeutet ist, und ein großes Tropenhaus mit Tropentiere wie zum Beispiel der Okapis oder Tapire. Wenn du möchtest, kann ich dir den fertigen Zoo auch schicken, wenn er fertig ist. Ja, kannst du gerne tun, würde ich mich so drüber freuen. Aber ich bin jetzt schon mal sehr gespannt auf dein Zoo. Dein Zoo heißt übrigens laut dem Safe Game Zoo Oelsa oder Ölsa. Zoo Elsa. Und genau den werden wir jetzt besichtigen. Und damit sind wir schon angekommen im Zoo. Ölsa nenne ich ihn mal. Kannst ja mal in die Kommentare schreiben, wie man es im Endeffekt ausspricht. Und was mir als erstes auffällt, ist auf jeden Fall, dass ich nur geschmeidige 23 FPS habe. Also du scheinst schon sehr viel gebaut zu haben und das Spiel wird schon so ein bisschen an seine Grenzen gebracht, zumindest auf meinem Computer. Ich kann euch mal ganz kurz meine Grafik-Settings zeigen, wenn ihr möchtet. Ich weiß gar nicht, was ich hier eingestellt habe. Rahmenlos. Housing habe ich an und... Oh, ich habe einfach hier so ein Voreinstellungsding genommen auf Ultra. Okay, ich habe wahrscheinlich alles auf höchster Stufe. Vielleicht sollte ich da mal mit ein bisschen rumspielen bis zur nächsten Folge, dass wir auch in solchen Zoos ein bisschen mehr FPS haben. Werde ich aber jetzt nicht machen. Ich denke mal, dass wir zur Besichtigung völlig ausreichen und wir werden das Ganze natürlich wieder aus Besucherperspektive machen. Dafür holen wir uns mal eben hier nochmal einen Mitarbeiter. Falls ihr wissen wollt, wie das geht, in diese Kamera zu kommen, nehmt einfach einen Mitarbeiter und benennt ihn in Tegit Cam um. Dann kommt ihr hier in diese wundervolle Besucherperspektive. Um das HUD dann auszublenden, könnt ihr einfach G drücken. Dann habt ihr keine Menüs und sowas mehr im Bild. Ich hoffe jetzt echt, dass es nicht zu sehr laggt. Falls ja, dann seid mir bitte nicht böse. Ich kann leider nichts dafür. Liegt am Zoo, weil der einfach schon so detailreich wahrscheinlich ist. Und ich bin jetzt sehr gespannt. Wir gehen jetzt mal hier rein. Das Problem ist natürlich wieder, wir können wieder nur sehr schnell rennen oder sehr langsam. Deswegen müssen wir da so eine gute Mix, einen guten Mix draus machen. Boah, hier sind aber auch Menschenmengen, ne? Und es schneit auf jeden Fall. Hast du alles so voreingestellt? Also ich habe da nichts geändert. Du wolltest wohl, dass es schneit. Hier haben wir schon mal so einen richtig schönen Rosenblütenbaum. Ich weiß gar nicht, wie heißen diese Dinger. Diese asiatischen Bäume halt. Mega nice aus. Und direkt ein Wasserfall mit einem richtig schönen plätschernden Gewässer. Ich glaube, das ist mir aber schon hier ein bisschen zu krass mit dem Plätschern. Kann man gerade schlecht erkennen, weil es so verschneit ist. Ich weiß nicht, ob ich wirklich Schnee anlassen soll. Kann natürlich sein, dass es zum Zoo-Motto gehört. Wir ändern es erstmal mal nicht. Also der Wasserfall sieht cool aus. Den hast du gut gemacht vom Plätschern. Der sieht nice aus. Aber ich glaube, hier unten spritzt mir das ein bisschen zu viel. Also ich glaube, da hättest du die Dinger noch ein bisschen mehr in den Boden versenken müssen. Und man sieht die auch teilweise. Also hier sieht man den zum Beispiel, hier sieht man den. Also ich glaube, die hättest du noch ein bisschen im Felsen versenken müssen, die Dinger. Ist aber nur so ein ganz kleiner Manko, ne? Also nicht bös gemeint oder so. Was du schön gemacht hast, ist hier die Felsarbeit und sowas. Und die Bepflanzung auf dem Berg sieht mega nice aus. Man sieht, dass du dir viel Mühe gegeben hast. Aber ich frage mich gerade, was für Tiere hier überhaupt drin sind. Ich sehe nämlich keine. Ein riesiges Gehege. Also die Sicht ist auf jeden Fall schon mal nice. Weil man hat hier halt so eine direkte Glasfront. Die ist sehr, sehr cool. Oh, der Schnee geht weg. Wir wissen, was da für Tiere drin sind. Oh, wir können hier sogar reinfliegen. Cool. Wir gehen mal besichtigen, Leute. Wir gehen mal hier vorne über diese schöne Brücke. Oha, wir gehen durch die Brücke.
Also man merkt schon, dass ich wenig FPS habe. I'm sorry für dafür. Oh mein Gott. Dein Ernst? Du hast in so einem riesen Gehege kleine Schuppentiere gemacht. Ich meine, die Dinger sind verdammt süß, aber so ein großes Gehege, da gönnst du denen aber ordentlich Freiraum. Man sieht so kleine Dinger. Sind das nur zwei Stück? Das ist jetzt hier nur die zwei Stück, die sich nach hier drin verzogen haben. Wahrscheinlich, weil es hier drin warm ist und es gerade geschneit hat, gehe ich mal von aus. Aber ansonsten hast du es echt schön gemacht. Aber ich finde halt wirklich, dass das Geplätscher hier zu stark ist und man sieht halt diese Düsen. Da musst du ein bisschen drauf achten. Aber der Wasserfall sieht schon sehr beeindruckend aus. Also sehr schöne Felsarbeit hier gemacht. Und das sieht auch sehr, sehr nice aus. Hast du viel Arbeit investiert. Sehr, sehr cool. Wir gehen weiter. Ab zum nächsten Gehege. Jetzt, wo wir gerade schönes Wetter haben. Oh mein Gott, was ist jetzt los? Panik in deinem Zoo. Die Leute rennen weg. Ist ein Tier ausgebüxt? Was ist denn hier los? Hier hast du auch so ein paar Laternen gesetzt. Die kannst du auch noch ein bisschen in den Boden versenken. Damit die hier auch wirklich auf dem Boden stehen. Das sind aber alles auch nur so Kleinigkeiten, die mir jetzt so auffallen. Aus Besucherperspektive. Das sieht man wahrscheinlich vom Oben gar nicht, wenn man baut. Jetzt auch eigene Häuser gebaut aus Holz. Sieht ja schon mal sehr beeindruckend aus. Die Leute rennen alle weg. Hör ich das an? Die haben Panik. Ich glaube, wir werden hier heute noch aufgefressen in deinem Zoo. Oh mein Gott, du hast das hier richtig selber gebaut, das Haus. Richtig nice. Sieht cool aus mit dem Stützen und der Beleuchtung. Sehr, sehr cool. Gehen wir mal lang. Ist voll schwierig aus Besucherperspektive nichts zu übersehen. Hier ist auf jeden Fall so zwei Läden untergebracht. Einmal die schönen Chef oder Monsieur Fries heißen sie. Und Gulpi. Sehr nice. Dann hast du hier sogar einen kleinen See mit so ein bisschen Schilf, ein paar Seerosen, schöne Bäume. So richtig schön dekoriert. Sieht nice aus. Schöner See. Weiter geht's. Oh, da ist das nächste Gehege schon. Ach, wie cool. Freue mich. Also dein Zoo scheint ziemlich groß zu sein schon. Sind auch noch einige Bänke. So, hier ist das nächste Gebäude. Was haben wir denn hier? Was haben wir? Oh, hier sind Vivarien. Okay, hier ist eine Toilette. Ja, die Toiletten finde ich auch immer nicht so schön, ne? Also muss ich sagen, die verstecke ich auch am liebsten tatsächlich. Weil ich das Gebäude einfach nicht so schön finde. Und hier kann man sogar in den Rohbau noch so ein bisschen reingucken. Das sind auch wieder nur kleine Details, ist aber auch nicht weiter schlimm. So, hier haben wir noch irgend so einen Heads Fantastic Laden. Dann haben wir hier ein... Was ist das denn für ein Laden? Souvenirladen, Infoladen, irgendwie sowas. Sieht ein bisschen so aus. Und zwei Vivarien. Dann schauen wir doch mal, was für Tiere wir hier finden. Hier haben wir einmal den... Ja, frag mich nicht. Irgendeine Echse oder ein Salamander. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich kenne mich leider nicht so gut damit aus. Aber er zeigt sich auf jeden Fall. Sieht auch nice aus. Cooles Tier. Boah, an diese FPS muss ich mich echt gewöhnen. Hast du ja auch die 3D-Rückwände genommen? Oh, da sitzt auch noch einer. Wie cool. Ich hoffe wirklich, dass es in der Aufnahme klar geht vom Zuschauen. Nicht, dass es da noch mehr laggt als jetzt hier. Aber das kann ich halt leider wirklich nicht beeinflussen. Ich könnte halt höchstens in meinen Grafik-Settings rumspielen. Und hier haben wir ein Leguan. Welcher das jetzt ist, weiß ich nicht. Ob das der normale ist, der grüne Leguan. Keinen blassen Schimmer. Werden wir hoffentlich erkennen. Also der grüne scheint es nicht zu sein. Sieht eher aus wie so ein ganz normaler Leguan. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, welcher es genau ist. Das Gehege sieht auch sehr schön aus. Leider kann man ja bei den Vivarien auch nicht wirklich viel variieren. Ne? Da kann man nur so ein paar Sachen auswählen. Wäre halt auch schön, wenn man die mal ein bisschen größer bauen könnte. Ist halt doof, dass die immer nur so ein Viereckkasten sind, ne? Aber gut, gehen wir weiter zum nächsten Gehege. Weil ich glaube, wir haben noch sehr viel zu erkunden. Was haben wir denn hier? Hier haben wir Wölfe. Cool. Wölfe, zeigt euch. Die zeigen sich jetzt wahrscheinlich gar nicht. Kommen wahrscheinlich nur her, wenn sie spielen wollen hier. Oder was fressen wollen. So. Es wird auch gerade dunkel, ne? Seid mir mal bitte nicht böse. Ich mach mal ganz kurz hier. Warte, sorry. Mach mal hier Tag an und keine Wolken, dass wir gutes Wetter haben die ganze Zeit. Damit wir einfach ein bisschen mehr sehen. So, wo sind wir denn jetzt hier wieder? Können wir uns das Ganze mal kurz von oben angucken auch, was wir schon besichtigt haben. Ah, sieht schon sehr schön aus hier mit den Felsen, ne? Und dem Wasserfall. Das ist schon nice. Oh, das führt hier sogar mit einem Fluss richtig lang. Ah, dieser kleine See, den wir gesehen haben, ist sozusagen der Ausgangspunkt, der dann hier runterfließt. Das ist eine coole Sache, gefällt mir. Cool gemacht. Hier sind die beiden Gebäude. Und hier ist dann so ein großer Platz. Die Leute rennen immer noch panisch weg. Ein großer Platz,
geht ein Mitarbeiterweg ab, der ist für uns nicht so interessant. Und das Gehege geht von hier oben bis nach da unten. Das heißt, die Wölfe kriegen wir gleich hoffentlich noch zu Gesicht, wenn wir dann soweit sind. Ich würde auch sagen, wir gehen jetzt ab hier wieder in die schöne Besucherperspektive, stellen wieder einen weiteren Zoopfleger ein. Kann ja nicht schaden. Ah, nicht das Menü öffnen. Oh, zu klicken ist echt eine Schwierigkeit, wenn man so wenig FPS hat. Bin mal gespannt, wenn ich mal so einen ausführlichen Zoo baue, wann ich FPS-Probleme kriege. So. Dieses Lauftempo stört mich tatsächlich ein bisschen, dass ich immer so schnell sprinten muss. Aber so Wege sind jetzt ja nicht so interessant. Was ist das denn hier? Hängt hier einfach so eine Infotafel. Ist das gewollt? Oder läuft hier ein Tiger frei rum und deswegen, deswegen sind die Leute so in Aufruhr, weil die Tiger hier den gesamten Zoo als Gehege benutzen. Aber hast du sehr schön gemacht hier mit den Klippen, mit den Bäumen und so. Sieht schon nice aus. Und mit denen vorne. Die Leute hier so geiern. Auf jeden Fall eine coole Idee. Also hier scheint so ein Gewächshaus zu sein, wo man auch Tiere drin hat, die dann auch rauslaufen können. Aber es sind Fleischfresser, oder? Ist das nicht so ein Fleischfresser-Futterspender? Weiß es nicht. Oh, da kommt was, glaube ich. Oh, hier sind die Tiger. Ah, ich verstehe. Interessant. Also hier laufen die Tiger rum. Das ist nice. Ich finde es cool, dass man hier so rüber gucken kann. Ich hoffe, die können hier nicht rüberspringen, weil die können ja mega hoch springen, die Dinger, ne? Ich glaube, wir werden wirklich noch aufgefressen, diese Folge. Ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl. Okay, das sind jetzt hier wieder so Kleinheiten. Hier ist wieder so ein Mitarbeiterweg. Die Häuser hier sind schön, das sind aber, glaube ich, vorausgewählte. Das hier hättest du vielleicht noch ein bisschen verstecken können, das Gebäude, aber ist jetzt nicht weiter schlimm. Hier noch ein paar Bänke. Boah. Jetzt würde ich aber... Ich kann nicht mehr nach links, rechts laufen. So, jetzt geht's. Oh, da ist schon wieder ein Wasserfall. Ach, wie toll. Jetzt kommen wir hier in das Gewächshaus. Hättest du ja ruhig auch noch ein Schild hinmachen können, was das ist. Oder so ein Name oder so. Das würde ich noch feiern. Damit man weiß, wo man hier reingeht. Irgendwie kann ich nicht mehr nach rechts laufen. Was ist das? Nach links ja, nach rechts nicht. So, Leute, jetzt kann ich mich wieder vernünftig bewegen. Weiter geht's. Was haben wir denn hier? Das ist der Nilwaran, glaube ich, ne? Ja, kommt hin. Hier ist auf jeden Fall Afrika markiert. Also wird das vermutlich der Nilwaran sein. Hallo, wo bist du? Da bist du. Auch schön im Gewächshaus untergebracht. Warum nicht? Ich wusste gar nicht, dass die so einen Futterspender benutzen. Können die sich so aufrecht dahinstellen? Das finde ich ja cool. Geh mal rein ins Gehege, Leute. Oh, ich habe das Ding gar nicht ausgeblendet, I'm sorry. Da ist er, der Nilwaran. Hallo. Bitte nicht fressen. Ist aber, glaube ich, auch nur einer, oder? Ist noch ein weiterer. Schläft er vielleicht? Ich sehe nur einen. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Macht ja nichts, wenn die mal alleine sind. Und hier haben wir jetzt das Tiger-Gehege. Auch hier hast du richtig schön gestaltet mit dem Gewächskram. Noch so ein paar Bänke, Infolautsprecher und so eine wunderschöne Tafel. Hast du sehr nice gemacht. Und hier kann man dann letztendlich durch die Glasscheiben gucken. Oder reingehen, so wie wir, wenn man mutig ist. Und sich die Tiger mal von nahen angucken. Wo sind sie denn? Jetzt sind sie gerade draußen, ne? Da ist er. Ist auch, glaube ich, nur einer, oder? Hier ist er auf jeden Fall. Wunderschönes Tier, oder? Komm, mach mal Action für uns. Oh, er geht sogar dahin. Dass sich die Tierpfleger hier so reintrauen, ne? Ist krass. Komm, mach mal was. Kleiner, süßer Tiger. Von wegen nur einer. Nummer zwei ist soeben vom Baum gekommen. Okay, das sind verdammt gute Kletterer, die Tiger. Kann man nicht anders sagen. So, jetzt macht er hier Action. Ja, gönn dir, mein Freund. Gönn dir. Yam, 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 yam. Der andere gerade in den Baum geklettert? Nee, wo ist der hin? Oh mein Gott, ist der da drin oder nicht? Alter, der ist da ganz oben. Was zur Hölle? Das habe ich ja noch nie gesehen, wie abgespaced das aussieht. Alles klar. Das muss ich mir mal, glaube ich, nochmal genauer so angucken, wenn ich ein bisschen mehr FPS habe. So, weiter geht's. Weiter geht die wilde Tour durch dein Zoo. Hier haben wir Rosa
Flamingos, auch coole Tiere. Hinter Maschendraht sind die so gefährlich. Das ist auch nice, ne? Auch sehr, sehr schön gestaltet. Wir gehen einfach mal wieder rein, Leute. Wir gönnen uns einfach mal. Einen wunderschönen Anblick. Oh, hier, das ist, glaube ich, der Berg, den du geschrieben hast, der noch nicht fertig ist. Man sieht hier auf jeden Fall die Anfänge. Und ja. Ist teilweise ein bisschen... Also ich finde es ein bisschen zu krass hier aus bei dem Wasserfall, oder? Was sagt ihr? Das ist, glaube ich, ein bisschen zu viele Düsen hast du benutzt. Das ist aber Geschmackssache, glaube ich. Also für mich persönlich sind es ein bisschen zu viele Düsen. Sieht ein bisschen zu heftig aus, aber ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Das ist noch so eine schöne Dusche. Oh, wie schön das aussieht. Oh mein Gott. Guckt euch das an, wie viele Flamingos sind denn... Alles klar. Ich glaube, in diesem Gehege hier kann ich die FPS runterzählen. Minus 1, minus 2, minus 3. Okay, kein Wunder, Leute. Guckt euch das an, wie viele das sind. Hallo FPS-Flamingos. Danke, dass ihr meine FPS auffresst. Sehr freundlich von euch. Aber ist ja cool hier. Das Gewässer geht hier komplett durch. Dann ist hier wieder sprudeln. Auch hier wieder viel zu krass. Alter, was ist hier los? Hier geht ja richtig die Stromschnellen gefühlt los. Nicht, dass die Flamingos gleich gegen den Zaun gerissen werden vom Wasser. Also du meinst es sehr gut mit dem Sprudeln. Meiner Meinung nach ein bisschen zu viel. Aber ist alles Geschmackssache. Wir gehen mal in diese Richtung weiter. Falls wir nachher was übersehen, werden wir das hoffentlich von oben dann sehen. Oh, ich hasse es, dass ich so schleichen oder so rennen muss. Das geht mir richtig auf den Sack. Falls es da irgendwie eine Methode gibt, dass ich normales Lauftempo habe, dann könntest du gerne in die Kommentare schreiben. So, hier haben wir auf jeden Fall einen Kamin. Gehen wir auch mal in den Zaun ran. Wir sind ja mutig und bleiben hier nicht auf dem Weg stehen. Und schauen mal durch den Maschendraht, der schön pixelig ist. Können wir auch gleich reingehen ins Gehege. Was haben wir denn hier? Kamele, die habe ich auch noch gar nicht gesehen, ne? Die habe ich bis jetzt nur im Trailer gesehen. So habe ich die jetzt noch nicht gesehen. Aber richtig cool, dass du hier so einen Wüstenoptik direkt hast. Sieht noch nice aus, aber die sind voll klein. Ich hätte mir die viel größer vorgestellt. Darf ich vorstellen? Ein Kamel. So sieht's aus. Ne, da schlägt es. Ich hoffe, das wacht jetzt nicht auf, weil wir hier rumlungern. Sieht schon cool aus, ne? Kamele haben ja zwei Höcker und ich glaube Andromeda heißen die mit einem Höcker, ne? Verbessert mich bitte, wenn ich falsch liege. Wieso sind die so klein? Sind das Babys? Ne, das ist ein Baby. Okay, die sind halt wirklich so klein. Ich dachte, Kamele wären größer. Ich bin doch hier gerade auf Menschenhöhe von der Kamera, oder nicht? Komisch. Jetzt gehen wir mal zu dem Baby. Hallo Baby. Oh, wie süß das ist. Oh mein Gott. Sieht so unförmig aus hier hinten auf dem Rücken. Das ist ja niedlich. Also in deinem Zoo haben wir echt viel zu besichtigen. Der ist schon richtig groß. Und du meinst ja, der ist nicht mal fertig. Weiter geht's. Wir wollen uns nicht zu lange aufhalten. Hier sind aber auch schon echt zu viele Menschenmassen, ey. Ist ja richtig Gedränge hier. Leute, lasst mich durch. Das ist echt schwierig, sich so vernünftig für euch fortzubewegen. Oh, da hinten klettert ein Panda auf den Baum. Jetzt sieht man ihn nicht mehr. Du hast hier aber auch schon wirklich alles. Na, Kamele, Pandas, was das Herz begeht. Oh, wie süß er sich am Bauch schlägt. Oh mein Gott, ist das niedlich. Ah, wie cool. Sieht schon echt schön alles aus. Fällt mir sehr gut. Hier ist auch nochmal eine schöne Aussicht auf die Kamele. Ich finde das cool, dass du so echt unterschiedliche Gehege gebaut hast vom Style. Hier ist so ein Wüstengehege. Dann da hinten ist so ein paradiesisches Gehege für die Flamingos. Dann hast du hier so ein Panda-Gehege. Die sehen auch alle vom Style echt anders aus, die Dinger. Ist mega nice. Hier ist nochmal so ein Kamelschild. Kamele haben wir jetzt aber genug gesehen. Oh, oh mein Gott. Das ist auch eine nice Idee. Hier hast du sozusagen so ein Durchguckding gebaut, wo man die Pandas beim Schlafen in ihrem Unterschlupf zusehen kann. Gucken, ob die Scheibe von der Seite hier gefärbt ist, dunkel. Ich glaube ja, ne? Ich glaube, die Pandas können die Besucher hier nicht sehen. Ich hoffe. Das sind auf jeden Fall hübsche Tiere, ne? Oh mein Gott. Hätte ich gerne das Haustier, wenn die nicht so gefährlich wären. Wobei die ja, glaube ich, Pflanzenfresser sind, ne?
Okay, der Baum ragt hier auch so ein bisschen auf dem Besucherweg. Das macht aber rein gar nichts. Die Dingswege lassen wir übrigens jetzt außen vor. Die besichtige ich nicht, weil der Zoo ist schon groß genug. Was haben wir denn hier? Oh, hier ist eine Dampflok. Oh mein Gott. Oh Leute, hier gibt es so viel zu besichtigen. Ich glaube, das wird ein langes Video. Und hier haben wir den roten Panda, gehe ich mal von aus. Ist auch sehr schön hier dekoriert. Auch ein sehr schönes Gebäude hier mit den Fenstern, mit diesen Außenfenstern. Das sieht schon nice aus. Und auch sehr schön, wie so ein Gewächshaus mit Pflanzen drinne und so einem richtig schönen Indoor-Gehege. Da bin ich jetzt ja mal gespannt. Also hier ist erstmal noch irgendein... Ja, was ist denn hier drin? Hier haben wir auch keine Anzeigetafel oder so. Ich glaube, hier könnten wir jetzt ewig suchen, bis wir ein Tier finden. Ah! Gefunden! Und wegen ewig suchen, da ist er. Irgendein Skorpion. Welcher das ist, fragt mich nicht. So gut kenne ich mich leider nicht aus. Ist hier wieder ein Fleischfresser drin? Oh, tatsächlich. Ich dachte jetzt eigentlich, hier wäre der rote Panda drin, weil du den vor der Dings hattest. Ich glaube, hier haben wir... Was haben wir denn hier? Entweder so eine Echse? Das ist eine Echse, ne? Was ist das für eine Echse? Ich kann die ja sogar anklicken, um zu gucken, welche Namen das sind, ne? Gehen wir mal hier rein. Ein Komodo-Varan. Ah, okay. Cool. Coole Sache. Hier sind ganz schön viele drin. Ah, ich wollte schon sagen, wären die nicht viel größer? Das sind nur Babys. Hier ist das ausgewachsene Pendant dazu. Der Komodo-Varan. So. Schon eine coole Haut, ne? Schläft der gerade? Ich glaube, der schläft gerade. Nein, wir wollen ihn noch gar nicht weiter stören. Ist auf jeden Fall auch sehr schön gemacht hier. Haben wir hier? Ah, hier sind die Red Pandas. Ach, wie schön. Da klettert er. Der Süße. Die sind ja so putzig, ne? Oh mein Gott, sind die putzig. Den würde ich so mit ins Bett nehmen, wenn ich so einen hätte. Guckt euch den an. Den kleinen Racker. Hey, schau mal her. Schau doch mal her, Kleiner. Hat nicht so Bock auf uns. Ich habe schon wieder irgendein Menü geöffnet, aus Versehen. Alles klar. Er wurde soeben eingetütet, weil er sich verklettert hat. Ja gut, das war's dann auch mit dem roten Panda. Das Gehege haben wir jetzt hier nochmal besichtigt. Hier ist auch, glaube ich, nur einer drin. Ich hoffe, sind nicht schon alle Tiere gestorben hier. Und wir sehen jetzt nur die Hälfte. Oder ich übersehe sie einfach. Das kann natürlich auch sein. So, jetzt sehen wir ihn nochmal vom Nahen. Zuckersüß, oder? Ach du Kleiner. Gleich verstecken vor uns, ne? Kein Bock auf uns. Ah, sehr putzig. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Durch das Gedränge. Und Leute, was sagt ihr? Sollen wir Dampflok fahren? Also ich sage ganz klar ja. Ich würde sagen, wir warten mal ganz kurz, bis die Dampflok wieder da ist. Ach, da kommt sie schon. Bevor sie kommt, noch eine Kleinigkeit aus Besucherperspektive. Der Rasen ist natürlich ein bisschen hoch, ne? Aber hast du wahrscheinlich beim Bauen gar nicht gesehen. Oh. So, ich hoffe, wir kommen da jetzt ohne Probleme rein. Aber eigentlich schon, ne? Welchen Waggon möchtet ihr denn? Ich würde sagen, nicht zu weit vorne. Aber auch nicht zu weit hinten. So mittig? So hier? Ist, glaube ich, ziemlich gut, ne? Abfahrt! Oh, hier sind wir gerade rübergegangen über die Brücke. Sehr cool. Ich hoffe, die fährt uns jetzt nicht zu schnell. Erstmal die Mitarbeiter butzen zu sehen. Oha, bin jetzt schon überfordert. Wo soll ich hingucken? Absolut keine Ahnung. Übersehe gleich bestimmt Sachen. Aber es ist cool, dass du so eine Fahrt eingebaut hast. Oh mein Gott, ist das ein riesiger Wasserfall. Und da unten sind Elefanten. Oh mein Gott. Warte, wo sind wir hier? Sind wir in einem Tunnel? Soll ich mal die andere Sicht anmachen? Was ist das für eine Sicht? Presse, Kino. Ich weiß halt jetzt nicht, was am besten ist. Ach, hier sind wir schon an der nächsten Station.
Okay. Okay, Leute, ich würde sagen, wir fahren nicht mit diesem Ding. Ich glaube, das bringt mich eher durcheinander, wo wir gerade sind, als dass es mir hilft. Ich meine, es ist eine nette Sache, so einen Zug zu haben, aber wir fahren da jetzt nicht mit. Ich benenne hier wieder einen Mitarbeiter um. Und dann geht die Tour hier weiter. Boah, wieso geht denn mit Escape das Menü hier nicht weg? Das verstehe ich nicht. Ticket Camp. Normalerweise gehen immer die Menüs zu, aber macht ja nichts. Weiter geht's. So, hier haben wir nochmal die Pandas. Die haben wir ja gerade schon gesehen, soweit. Du hast aber echt viel mit Wasser gearbeitet. Das finde ich mega nice. Ah, jetzt sind wir hier unten bei den Timberwölfen. Und wo stecken die? So? Wölfe. Du hast halt riesige Gehege gebaut. Also die sind auf jeden Fall artgerecht. Aber ich sehe die Wölfe nicht. Zur Hölle sind die Wölfe. Machen wir einen kleinen Trick, Leute. Gehen wir hier auf diese Sicht. Machen mal Tiere an. Boah, hast du viele Tiere. Da! Da ist er. Ach, der war unten in seinem Bau drinne. Ach, wie niedlich. Da ist er, der Wolf. Da hoppelt er davon. Das habe ich gar nicht gesehen. Hier unten ist nämlich so eine schöne Höhle. Für die Wölfe. Ah, sehr cool gemacht. Gefällt mir. So. Weiter geht ihr, wilde Wahnsinn. Ja, hier ist halt überall Gewässer, ne? Du hast echt viel mit Wasser gearbeitet. Ich glaube, das ist so ein Fluss, der sich komplett durch dein Zoo durchzieht. Kann das sein? Mega nice. Also, willkommen in Afrika. Das sieht auch sehr schön aus, der Eingangsbereich. Mit den Elefanten. Oh, mit diesen Feuerdingern. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Oh mein Gott, hier brennt ja so richtig Feuer. Das ist ja cool. Okay, das wusste ich tatsächlich nicht, dass es das gibt. Und hier ist auch nochmal so ein anderes Schilf. Das habe ich auch noch nie gesehen, das Schilf. Auch sehr nice aus. Hier sind wir bei dem riesigen Wasserfall, glaube ich. Also der sah ja gerade schon mega beeindruckend aus. Wir flitzen weiter. Wir sprinten quasi zur nächsten Attraktion. Halt wirklich voll der Sprint hier. Ja, weil teilweise echt nur 17 FPS oder so. Ich hoffe echt, dass es beim Zusehen noch klar geht. Hier haben wir die Elefanten, die haben wir gerade schon gesehen. Oh mein Gott. Schaut euch diesen riesigen Wasserfall an. Alter Schwede. Ich will nicht wissen, wie lange du da dran gesessen hast. Das sieht schon sehr beeindruckend aus, ne? Es sprudelt zwar sehr, sehr viel, aber ich finde es hier auf eine gewisse Art und Weise echt cool aus. Aber es sieht also aus, als wenn hier richtig wie bei den Niagara-Fällen richtig große Wassermassen runtersprudeln. Also ich glaube, man könnte mit ein bisschen weniger Düsen hier arbeiten, dann wird das noch cooler aussehen wahrscheinlich, weiß ich nicht. Aber es sieht schon mega beeindruckend aus. Ich finde die Felsarbeit auch sehr, sehr cool, von der Form her, wie du es hier gemacht hast. Alter Schwede, das ist wirklich insane, was du da gebaut hast. Cool. Da unten sind die süßen kleinen Elefanten mit Baby. Baby ist auch am Start, darf nicht fehlen. Haben auch nochmal eine Dusche. Oh, da ist noch ein Baby. Guck mal, wie süß es angerannt kommt. Niedlich. Hier dann auch wieder so einen natürlichen Unterschlupf. Und hier oben geht dann die Dampflok lang. Junge, Junge, Junge. Lieber Colin oder Colin, schreib mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie lange du für diesen Wasserfall gebraucht hast. Oder allgemein für diesen Zoo bis jetzt. Das ist ja insane, was du hier gebaut hast. Kein Wunder, dass die FPS so runtergehen. Ich glaube, ich brauche bald einen neuen PC, Leute. Ich glaube, ich brauche bald einen 6.000-Euro-PC oder so, damit ich eure Zoos vernünftig besichtigen kann. Geht nicht anders. Meine 1080 Ti reicht nicht mehr aus, damit ich gute FPS habe. Gehege ist auch wieder riesig, ne? Du hast so den Tieren so viele große Gehege gebaut und auch richtig, eigentlich nur natürliche Barrieren überall, ne? Einmal komplett Klippen herum und hier dann nur so ein Zaun. Nicht schlecht, was haben wir hier überhaupt? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Ist die Scheiben... Oh, hab ich jetzt gemacht? Geht noch alles, okay. Könnte auch so sehen. Im Bildschirm, dass die Scheiben so kaputt sind, ist auch echt nicht so nice, ne? Die Leute machen immer alles kaputt. Hier sind Hyänas. Hallo Hyänen.
Sehr gut platziert. Wie ekelhaft die lachen, ne? Oder was für Geräusche die machen, das ist ja eigentlich nicht wirklich lachen, aber das klingt halt immer so. Sind irgendwo süß, aber sind auch fiese Tiere, ne? Hyänen. Kann man nicht anders sagen. Da weiter geht's. Wir haben, glaube ich, noch so viel zu besichtigen. Die Folge geht wahrscheinlich schon viel zu lang. Hier ist ein Mitarbeiterbereich. Oh, ein begehbares Gehege. Da gehen wir jetzt als erstes rein. Lasst uns hinein. Ach nee, das ist gar kein begehbares Gehege, oder? Aber hier sind so Futterspender und so. Das ist nicht, ob hier Tiere drin sind. Ah, hier ist gar keine Mauer vor. Okay. Erdferkel. Oh mein Gott, die sind auch so niedlich. Boah, das hat geleckt. Die sind auch so süß, ne? Guckt euch die mal an, wie die auch miteinander spielen da hinten. Oh, so cute. Was macht ihr denn? Kämpft ihr oder spielt ihr? Sag jetzt nicht, ihr kämpft, ihr Stinker. Ich glaube, die kämpfen halt wirklich, oder? Vielleicht seid ihr doch nicht so niedlich. Vielleicht seid ihr fiese, aggressive Viecher. Junge, wie weit geht's denn noch? Alter, dein Zoo ist riesig. An der Haltestelle waren wir gerade. Okay, Leute, wir gehen mal ganz schnell einmal hier durch. Hier ist der Erdferkelstand. Ich kann auch gar nicht so viel auf die Details eingehen, die du hier alle platziert hast, weil dein Zoo einfach schon so riesig ist. Wir gehen weiter. Na, hier ist wahrscheinlich die Warteschlange zu der Eisenbahn, wo wir gerade waren. Ach, das ist nur ein Mitarbeiterkomplex. Kann das sein, dass das das Haus ist, was wir vorhin schon gesehen haben? Mit dem roten Panda? Tatsächlich, Leute. Okay, sorry. Hab mich verlaufen. Wir könnten jetzt auch mal, Leute. Wir gehen jetzt mal in die Kamera von oben, damit wir das Ganze mal begutachten können. Wir haben jetzt genug aus Besucherperspektive gesehen. Alter, guckt euch das mal an. Guckt euch mal an, wie viele Felsen er hier platziert hat, allein schon. Es muss so viel Arbeit gewesen sein. Sieht aber schon insane aus von hier oben, ne? Das Gewässer fängt halt hier oben auf dem Berg an. Fließt dann hier lang. Geht dann hier auf diesen riesigen Wasserfall. Dieser Wasserfall. Also den finde ich wirklich beeindruckend. Junge, Junge, Junge. Aber allgemein so, dass du hast hier halt so ein komplettes Tal durchgezogen. Mit Wasser und dann hier dieser riesige Wasserfall. Eine richtig coole Idee. Und dann hier die Gehege so reinzumachen. Insane. Also wirklich insane. So. Guck mal, hier unten wird sich sogar schon wieder lohnen, aus Besucherperspektive lang zu gehen. Aber das dauert mir einfach ein bisschen zu lange hier, weil die Laufwege sehr... Alter. Okay, das sieht cool aus. Hast du das aus dem Workshop oder hast du es selber gebaut? Das Gebäude sieht auch ultra cool aus. Baobab Burgers. Mega nice. Hier rechts, links war es. Hier eine Leiter rein. Richtig cool gebaut mit den Baumstämmen. Und hier hat man dann sogar noch Vivarien. Mit einer Schnecke drin. Hallo, Schnecke. Hallo, hallo. Was haben wir hier noch? Was? Hier ist ein Hippo drin? Okay. Nee, keine Ahnung. Das Hippo-Schild da ist ein bisschen random. Jetzt gerade die Dampflok. Was haben wir denn hier eigentlich für ein Tier drin? Hier ist gar kein Tier drin, ne? Nee. Das Menschenbereich. Ah doch, hier sind noch... Hab ich gar nicht gesehen. Sind Leistenkrokodile drin? Oder sind das Ganges-Kavial? Ah nee, das sind Leistenkrokodile. Oder? Ja, Leistenkrokodile. Ganges-Kavial hat ja eine... Mehr so eine Alligator-Schnute vorne. Sieht auch insane, ne? Mega coole Tiere, die werde ich definitiv auch noch in meinem Franchise-Park bauen. Was machst du denn hier? Hä? Es bewegt sich einfach so. Okay, du hast auch noch Geister in deinem Park. Kann man mal machen. Wir gehen weiter. Hier sind noch einige Läden. Okay, der hier, den kenne ich. Der ist tatsächlich aus dem Workshop. Und das ist auch, glaube ich, das Problem. Solche Sachen hier, ich kann es euch mal zeigen. Ich kenne diesen Laden, den habe ich auch schon mal platziert. Und der hat alleine schon... Ah, jetzt sieht man das leider nicht. Da, guckt euch das an. Nur dieses Workshop-Objekt hat 1354 Teile.
Das ist halt ein Problem. Dadurch fängt irgendwann das Spiel an zu laggen, ne? Wenn du dann viele von solchen Sachen hast, weil hier ist jedes Brett einzeln platziert und jedes Element. Und deswegen hat er so viele Teile. Und deswegen habe ich auch so wenig FPS, Leute. Na, wäre mal gut. Also ich glaube, wenn ihr mir was einschickt und Workshop-Sachen benutzt habt, dann schreibt es am besten dazu. Das wäre immer ganz gut zu wissen. Halt immer schwer einzuschätzen. So, hier geht's weiter. Oh Gott, der Baum. Aber die FPS haben halt wirklich schon hart gelitten, ne? Hier sind die Hippos. Oh, wie fett die sind. Die sind auch echt so Spielsachen. Die habe ich alle noch gar nicht gesehen. Das hier kenne ich zum Beispiel auch nicht. Hinten fährt die Dampflok lang. Ich habe auch so ein bisschen den Faden gerade verloren, habe ich das Gefühl. Weil ich, glaube ich, nichts übersehen habe in einem Zoo. Hier schlafen die Hippos. Und hier hinten geht es sogar noch weiter. Na, hier kommen wir jetzt so in den Endbereich von deinem. Guck mal, die Eisenbahn, die fährt hier aber wirklich später einmal komplett lang. Hier geht dann die Strecke irgendwann zurück. Also eine sehr coole Idee. Dieser Zoo, wenn er mal fertig ist, der wird noch richtig geil werden. Aber ich kann dir empfehlen, wenn du dieses eine Workshop-Objekt, was ich dir gerade gezeigt habe, es hat halt 1400 Teile. Ich glaube, da kannst du lieber was Eigenes bauen, was wahrscheinlich sogar besser aussieht, beziehungsweise mindestens genauso gut und wahrscheinlich nicht mal ein Zehntel von diesen Teilen hat. Bin ich mir ziemlich sicher. Was haben wir denn hier? Sind hier Affen drin? Das ist auch so ein Kletterding, was ich noch nie gesehen habe. Was sind denn die ganzen Tiere immer? Ach, die sleepen. Natürlich. Ja, von wegen Affen. Alles klar. Toller Affe. Das ist ein Gepard, oder? Cool. Nice, ey. Gepard habe ich auch noch nie gebaut. Ach, cooles Tier, ne? Schade, dass der gerade schläft. Ich würde ihn gerne mal in Aktion sehen. Weil die Dinger sollen ja sauschnell sein, ne? Vielleicht noch einen zweiten? Nee, aber der hat auch ein mega großes Gehege. Wach auf. Nee, er will nicht aufwachen. Egal, weiter geht's. Ich habe echt Angst, dass ich gerade Tiere übersehe, weil ich hier so schnell jetzt durchgehe. Aber die Folge ist halt schon mega lang. Haben wir hier eine Rappenantilope. Die könnte man unten Springbord. Unten Strauß. Ah, hier ist so ein Mischgehege. Ach, cool. Die könnte man halt schön mixen mit den Geparden mal, finde ich hier die Tiere. Hier ist auch ordentlich Trubel. Ja, ich glaube, das Gehege. Ich weiß nicht, ob das so leer aus. Von der Gestaltung her, von den Pflanzen, finde ich, sieht es ein bisschen leer aus, oder? Ich weiß nicht, ob das schon fertig ist. Aber hier ist ja alles Mögliche drin an Tieren. Zebras, Gnus, Antilopen. So ein richtiges Afrika-Gehege. Richtig schön gemischt. Weißschwanz-Gnu, finde ich auch cool. Was ist das denn? Ach, der Kaffernbüffel. Ja, den gibt es ja auch noch. Also hier hast du wirklich alles einmal reingepackt, was es so an Beutetieren in Afrika gibt. Hier müsste man nur mal die richtigen Fleischfresser reinpacken und dann geht die Action los. So, jetzt kommen wir hier nochmal zu einem wunderschönen. Ah, lol. Oh mein Gott, coole Idee. Hier geht's nochmal rein in das Gehege. Ach, hier fressen die. Ich dachte gerade, da liegt ein totes Tier. Und hier sind halt auch sonst was für Tiere alles. Giraffen. Und ich höre auch den Alarm. Oh mein Gott. Das soll halt, glaube ich, mal so ein richtig großes Afrika-Gehege werden. Beziehungsweise ist es schon. Aber es sieht noch ein bisschen unfertig aus, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob du damit schon fertig bist. Halt schon insane, aber irgendwie sieht es ein bisschen überfüllt aus, oder? Die Glocke klingelt die ganze Zeit. Irgendwas ist hier ausgebüxt. Oh, ich sind sogar zwei Etagen. Mal, wie große Sachen du gebaut hast. Das ist so insane. Komm da gar nicht drauf klar. Also hier sieht man dann nochmal die Besuchersicht. Mega cool gemacht, dass man so im Gebäude hier die ganzen Tiere begutachten kann. Aber hier sind schon meiner Meinung nach so ein bisschen zu viele Tiere drin. Und ich glaube auch, dass die Giraffen hier nicht rauskommen. Kann das sein? Weil ich habe die, Alter, die Meldung hier. Junge. Dein Zoo läuft auf jeden Fall super gut. Nee, ich glaube, die Giraffen sind alle drin. Ich könnte mir vorstellen, dass die nicht durch die Tür da rauskommen.
Könnte gut sein. Hier sind auf jeden Fall einige Läden, ganz viele Infoschilder zu diesen ganzen Tieren hier. Nur für Personal, auch richtig cool. Was für Details du auch geachtet hast, also das ist schon insane. So, hier ist dann nochmal auch wieder überall Schilder. Man weiß jetzt gar nicht, wo man hingucken soll. Aber hier hat man natürlich eine richtig heftige Sicht, ne? Hier ist nicht eine Glasscheibe vor. Hier glitschen leider die Säulen wieder ineinander. Trick habe ich euch ja schon öfter gezeigt. Guckt euch mal an, wie viele da fressen gleichzeitig. Also Gegend ist ein bisschen zu überfüllt. Bin ich ganz ehrlich. Das sieht ein bisschen nach Tierquälerei aus. Aber es ist eine coole Idee, dass man von hier oben dann nochmal gucken kann. Hier ist sogar nochmal, sind nochmal Vivarien. Was haben wir denn hier? Goliath-Käfer oder so ist das, glaube ich, ne? Und wo ist der jetzt? Hallo? Diese Vivarientiere zu entdecken ist manchmal echt schwierig. Man weiß halt auch nicht, ob die klettern und sowas oder ob die in Bäumen oder so hängen. Vor allem die Kamera jetzt zu bewegen mit der FPS-Zahl ist nicht so einfach. So, wir gehen hier wieder raus. Oh, leck. Sorry, Leute. Ja, so, wo sind wir jetzt hier? Schau euch das an. Ja, von außen sieht es halt auch noch aus wie ein Kasten, das Gebäude, ne? Also da kann man sicherlich auch noch einiges rausholen. Ja, guten Tag. Wie hast du es denn nach draußen geschafft? Ich glaube, deswegen klingelt es hier, oder? Oh, der ist auch schon verletzt. Kleine Süße. Chaos pur hier. Ich denke immer, meine Parks sind chaotisch oder Zoos. Aber deiner? Der ist noch chaotischer. Aber der ist natürlich auch schon viel, viel größer. Ey, die Leute stellen sich sogar hier hin. Oh, hier ist es auch so krass, ne? Also mit dieser coolen Schlucht und sowas hier, da kann man natürlich nur eine gute Aussicht überall haben. So, hier, sogar hier hinter ist nochmal ein Gehege. Was haben wir denn hier? Niala. Aha. Also ich finde so ein Mischgehege cool, aber ich finde das echt ein bisschen zu überfüllt, das Gehege. Also ich glaube, man darf da nicht zu viel reinmachen. In so ein Gehege. So ein bisschen Mischgehege ist in Ordnung, aber zu viele Tiere... Ich meine, die Idee ist cool, aber das war einfach ein bisschen too much. Das hatten wir ja bei JWE auch schon öfter, dass dann Dinosaurier zu viele waren. Das nicht mehr ganz so cool aussieht. Auch ein sehr cooler Bahnhof hier. Ist wirklich schade, dass ich gerade nicht mehr so auf alle Details so eingehen kann, weil es einfach viel zu groß und zu viel ist. Aber es hat richtig Spaß gemacht, diese Besichtigung. Ich hoffe, wir haben alles soweit gesehen. Mein absolutes Highlight ist auf jeden Fall dieser Wasserfall. Also der ist wirklich richtig, richtig cool. Wenn ihr mal einen Zoo einschickt, versucht zumindest so ein bisschen darauf zu achten, dass die FPS nicht zu krass droppen. Also versucht ein bisschen sparsam zu arbeiten mit Materialien und so. Bei euch selber muss es doch aber auch so sein, oder? Ihr habt doch jetzt nicht alle irgendwie einen 4000-Euro-PC, dass das Spiel so noch flüssig läuft. Ja gut, es kann natürlich sein, dass ihr andere Grafikeinstellungen habt und das dadurch ein bisschen flüssiger läuft. Aber ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Verbaut oder versucht ein bisschen darauf zu achten, dass die Zoos noch ein bisschen performancefreundlich sind. Ich hoffe, es war trotzdem angenehm zum Zuschauen jetzt, trotz der schlechten FPS-Zahl. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich muss wirklich sagen, dieser Zoo Colin oder Colin, der war wirklich insane, richtig cool. Schick ihn mir auf jeden Fall nochmal ein, wenn er fertig ist. Und dann versuche ich das nochmal mit den FPS, mit meinen PC-Einstellungen so ein bisschen zu verbessern. Und du kannst ja vielleicht auch so das ein oder andere auch noch verbessern, was die Performance angeht. Vielleicht zum Beispiel diesen Workshop-Laden, den ich dir vorhin gezeigt habe, entfernen. Und ja, ich denke mal, du wirst das schon hinbekommen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr auch mal einen Zoo habt, den ich besichtigen soll, dann könnt ihr gerne unten in die Videobeschreibung schauen. Da steht drin, wie ihr mir den zukommen lassen könnt. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Habt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.